Kennst du das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, wenn du mal so ansatzweise den Mut aufbringst, dein eigenes Ding zu machen? Ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video und würde gern mit dir mal darüber sprechen, woher das kommt und wie du dich künftig geborgener fühlst und getragener fühlst vom Leben, sprich, wie du wieder dein Urvertrauen ins Leben erwächst, ohne diesen inneren Kampf weiter zu kämpfen. Schau mal, wenn wir so dieses Licht dieser Welt erblicken, aus dem Bauch von der Mama auschecken, um es mal so auszudrücken, dann legen wir meist schon die erste Prägung an. Also in unserem Unterbewusstsein. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Computer. Beim Computer laufen im Hintergrund ja auch ganz viele Dateien ab, die da abgespeichert sind, je nachdem, welche Taste wir auf dem Computer betätigen. Und so ist das im übertragenen Sinne auch mit unserem Unterbewusstsein. Und die erste Prägung, die wir da anlegen, ich bin ganz klein, die anderen sind ganz groß. Ich kann überhaupt nichts, alle anderen können alles. Denn wir sind ja verständlicherweise da zunächst mal darauf angewiesen, dass wir versorgt werden, dass man uns warm anzieht, dass man uns füttert, dass man uns badet, dass man uns in den Arm nimmt, dass man uns Zuneigung schenkt und, und. Und diese Prägung macht sich natürlich bei jedem von uns im späteren Erwachsendasein auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar. Und oftmals ist es einfach so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir mal so den Versuch starten, dem ersten Impuls zu lauschen, uns wirklich zu trauen, unser Ding zu machen, dass wir dann Angst davor haben, so ins Bodenlose zu fallen und uns wenig getragen fühlen vom Leben. Das ist so die eine Prägung, die wir da mitbekommen haben, als wir so das Licht der Welt erblickt haben, wovon ich eben gesprochen habe. Das nächste ist, dass man uns nie wirklich beigebracht hat, unsere Gefühle wahrzunehmen. Gefühle wollen gefühlt werden und Gefühle sind die Botschaften unserer Seele. Unsere Seele kommuniziert über die leise Sprache von Gefühlen mit uns. Und diese, ja, da sind wir Meister darin geworden, diese Gefühle zu unterdrücken. Ein Beispiel noch dazu: Wenn wir als kleine Kinder abends im Bettchen waren und schlafen sollten und haben rübergerufen in die Küche, das Bild fällt mir gerade so ein, weil das bei mir, bei unseren Kindern früher nicht anders war, als ich das noch nicht wusste. Und die Kinder gerufen haben: Mama, ich habe Angst, das habe ich aus der Küche gerufen. Brauchst keine Angst zu haben, ich bin ja da. Ja? Und das ist nur so ein Beispiel, wo wir dann als Kinder schon dazu angeleitet wurden, die Ängste zu unterdrücken, im dunklen Schlafzimmer zum Beispiel auszuharren und irgendwie zu versuchen einzuschlafen. Der bessere Weg wäre gewesen, wenn man uns dazu angeleitet hätte, wenn die Mama oder der Papa tatsächlich ins Zimmer gekommen wäre, hätte uns in den Arm genommen, hätte gesagt: Du, jetzt atme mal, wo hockt denn diese Angst? Fühl mal diese Angst. Also wenn wir da dazu angeleitet worden wären, stell dir mal vor, man hätte dich da in den Arm genommen bei jeglichen Gefühlen, die aufgekommen sind. Und nimm mal dieses Gefühl der Angst, atme mal, spür mal in deinen Körper, wo hockt diese Angst. Dann hätten wir wahrscheinlich eines festgestellt, dass wir diese Angst gar nicht greifen können, sondern dass wir, indem wir einfach mal atmen und diese Angst wahrnehmen und mal versuchen, diese zu lokalisieren, wahrscheinlich sie gar nicht hätten greifen können, weil das nur so eine irreale Angst ist. So diese Ängste, die in uns aufkommen, das sind oftmals Ängste, die in unserem Stammhirn noch verankert sind, aus Urzeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Weil damals, und das ist in der Tat so, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass in unserem Stammhirn noch Verbindungen sind aus diesen Zeiten, als Urzeiten, wo wir als Jäger und Sammler unterwegs waren. Weil damals, wenn wir unser gewohntes Terrain verlassen haben, mussten wir in der Tat Angst haben, dass um die Ecke der Säbelzahntiger hockt. Wir mussten aber raus, wir mussten diese Ängste überwinden, um uns zu ernähren, um unsere Familie zu ernähren. Und diese Urängste, die sind bis heute noch in uns verankert. Jetzt ist es natürlich inzwischen nicht mehr real, dass um die Ecke ein Tiger, geschweige denn ein Säbelzahntiger hockt, wenn wir denn unser gewohntes Terrain, sprich im übertragenen Sinne, unseren Impulsen lauschen
und mal Dinge anders machen möchten als andere, weil wir einfach das Gefühl haben, so wie das jetzt alle machen, so möchte ich das nicht mehr. Ich möchte jetzt mal meinem Impuls, meinem Herzen, meiner Seele folgen und möchte mal mein Ding machen. Und wenn du dir das bewusst machst, dass diese Ängste nichts anderes als ein Gefühl sind, was in dir verankert ist, aber keine berechtigte Todesangst im übertragenen Sinne steht, dann darfst du dir jetzt selbst als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, als erwachsene Persönlichkeit diese Geborgenheit und diese Zuwendung und diese Liebe schenken, die du als Kind, die wir alle als Kind nicht in dem Maße erfahren haben. Und das ist keine Elternschelte, das ist nicht das, dass die Eltern uns diese Liebe, Geborgenheit und Zuneigung nicht schenken wollten, sondern letzten Endes waren sie auch verletzte Kinder und haben sicherlich nach bestem Gewissen und Wissen uns all das weitergegeben, was sie uns weitergeben konnten. Aber du als erwachsene Persönlichkeit kannst dir jetzt das bewusst machen, wenn diese Gefühle aufkommen, dass du so ins Bodenlose fällst, zum Beispiel, wenn du dich mal trauen möchtest, deinem Herzen, deinen Impulsen zu folgen, dass du dir das jetzt bewusst machst, dir vielleicht auch in dem Moment mal selbst eine liebevolle Umarmung schenkst, dir selbst die Geborgenheit schenkst, die Zuneigung, die Liebe, die du als Kind vermisst hast und dann auf dein Herz lauschst, atmest und diesen Impulsen folgst und diesen Gefühlen folgst, die leise Stimme deiner Seele so wahrnimmst und so mit ihr kommunizierst. Und weder dein Herz noch deine Seele können dich belügen oder betrügen oder wollen dich in die falsche Fährte lenken, sondern sie gemeinsam mit dem Leben sind an deiner Seite und das Leben, dein Herz und deine Seele, die meinen es immer, immer, immer unabdingbar gut mit dir. Die möchten, dass du dein Leben so lebst, wie es dein Herz zum Singen, zum Schwingen bringt, wie deine Seele hüpfen kann und wie du dir wirklich das Leben eigentlich jetzt so erlauben kannst, wie du es dir mal vorgenommen hast, als du dich dazu entschieden hast, hier auf diese wunderschöne Welt zu kommen. Also erster Schritt, wenn Ängste aufkommen, wenn diese Gefühle aufkommen, ins Bodenlose zu fallen, atme, nimm dich selbst wahr, nimm das Gefühl wahr, schau gerne auch mal, wo das Gefühl in deinem Körper hockt. Versuche es zu orten, während du atmest. Schenk dir selbst eine liebevolle Umarmung, um dir selbst jetzt als erwachsene Frau, als erwachsener Mann diese Geborgenheit zu schenken und vertraue dann auf deine Gefühle und mach dir bewusst, das Leben, das Universum ist immer wohlwollend an deiner Seite und dein Herz und deine Seele wollen nichts anderes, als dass du auf sie hörst und ihnen folgst. Und wenn du jetzt noch mehr Impulse haben möchtest, um mehr Freude in deinem Leben zu haben, um der Lebensfreude einen noch größeren Platz in deinem Leben zu schenken, in dein Leben zu integrieren, dann schau dir unbedingt jetzt gleich das nächste Video an. Die Verlinkung findest du hier irgendwo in der Ecke. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns dann gleich nochmal. Ganz liebe Umarmung. Danke für dein Zuschauen hier, für dein Dasein. Bis dahin. Tschüss.